Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch nun, wie man einen einfachen IoT-Stack in der Cloud deployt. Und den IoT-Stack werden wir dann verwenden, um später Daten von Mikrocontrollern an diesen IoT-Stack zu senden und dazu sammeln und auszuwerten. Ich habe hier so einen IoT-Stack zusammengebaut aus verschiedenen Komponenten. Das sind alles Komponenten, die wir brauchen, um so eine einfache Umgebung zu haben, in der wir mit IoT-Protokollen wie MQTT, dem Sammeln von Daten, dem Ausführen von irgendwelchen Aktionen, wenn Nachrichten ankommen, experimentieren können. Dieser Stack besteht aus 5 Komponenten. Ich gehe jetzt mal einzeln durch. Sie müssen das nicht verstehen, um was sich da handelt im Detail. Es geht einfach nur mal darum, dass wir den Namen erwähnt haben. Zum einen gibt es da einen MQTT-Broker. Ja, das ist so ein typisches Protokoll im IoT-Umfeld. Ich habe den Mosquito MQTT-Broker verwendet und der wird dafür zuständig sein, Nachrichten von unseren kleinen Devices, von den IoT-Geräten zu empfangen und weiterzuleiten. Es gibt eine Time-Series-Datenbank, also eine Datenbank, die sehr gut dafür geeignet ist, Werte, die mit Zeiten im Zusammenhang stehen, zum Beispiel Messwerte, aufzunehmen. Das ist die InfluxDB. Es gibt so einen Datensammel-Agent, der nennt sich Telegraph. Der ist dafür zuständig, Daten, die oder Nachrichten, die zu bestimmten Topics hierher gesendet werden, weiterzuleiten und in der InfluxDB zu speichern. Es gibt außerdem eine Grafana, das ist so eine Visualisierungsumgebung, um schöne Dashboards auf Basis der Daten in dieser Zeitreihendatenbank zu erstellen. Und außerdem gibt es einen Reverse Proxy, der sorgt für 2 Dinge. Zum einen kümmert er sich um HTTPS und Zertifikate, sodass die Kommunikation vom Webbrowser zu unserer VM verschlüsselt ist. Und zum anderen sorgt er dafür, dass wir über einfache URLs, wie zum Beispiel Grafana. Und dann die URL unserer virtuellen Maschine oder MQTT. Und dann die URL unserer virtuellen Maschine auf die verschiedenen Services zugreifen können. Der kümmert sich nämlich darum, dass wenn hier eine Anfrage an Grafana. Und so weiter kommt, dass das intern dann an den richtigen Service weitergeleitet wird. Und diesen Stack kann man unter Zuhilfenahme von sehr wenigen Kommandos in der virtuellen Maschine hochfahren und verwenden. Und das werde ich jetzt in den nächsten Schritten zeigen. Um diesen Stack zu deployen, benötigen wir 3 Dinge. Wir benötigen einen Account auf der Oracle Cloud. Wir werden dort dann eine VM anlegen in einem Free Tier, also eine kostenlose VM. Wir werden in dieser VM den IoT-Stack deployen. Und werden außerdem noch DuckDNS, einen dynamischen DNS-Service, verwenden, um eine einfach zu merkende URL für diese IoT-Stack zu bekommen. So ein Account für die Oracle Cloud Free Tier kann man sich einfach anlegen auf der Webseite hier Oracle Cloud, Oracle/Cloud/Free. Ich habe mir so einen Account schon angelegt, deshalb kann ich mich hier einwählen. Und man kommt dann auf eine Webseite, die ungefähr so aussieht. Ja, ich bin jetzt einfach in diesem Free Tier. Was wir als erstes machen, ist eine Instanz von einer virtuellen Maschine anlegen. Dazu klicke ich hier auf den gepinnten Service Instanz. Falls der hier nicht verfügbar ist, kann man auch immer über das Navigationsmenü Compute und Instanzen. Wir werden sehen, ich habe da schon eine Instanz. Ich möchte aber eine neue anlegen. Ich gebe dir den Namen My Simple IoT Stack. Ja, das ist mein einfacher IoT Stack, den ich gerne verwenden würde. Das meiste können wir eigentlich so lassen, wie es vorausgefüllt ist. Wir befinden uns im Always Free Tier. Eine Sache, die wir ändern, hier in dem Bereich Image und Shape, verwenden wir ein anderes Image. Wir verwenden nämlich Ubuntu und von Ubuntu das aktuellste minimale Image, ja, das installiert uns die kleinstmögliche Ubuntu-Instanz. Und außerdem müssen wir uns im Bereich SSH-Schlüssel noch SSH-Schlüssel generieren lassen und wir speichern den privaten Schlüssel ab. Ich habe diesen privaten Schlüssel jetzt bei mir runtergeladen. Ja, der liegt jetzt in meinem Downloads-Verzeichnis. Das ist eigentlich alles, was wir ändern müssen. Damit können wir auf Create klicken und bekommen jetzt eine kostenlose VM, die für alle Zeit kostenfrei ist in der Oracle Cloud. Das wird jetzt eine Zeit lang dauern, bis diese VM gestartet ist. Ja, man sieht hier unten in dem Bereich Work Requests, dass das jetzt
gerade läuft, bis 15% komplett ist. Ja, lassen wir das mal ein bisschen vor sich hinlaufen. Nach ein paar Minuten sollte die Instanz verfügbar sein. So, nach kurzer Zeit ist die VM jetzt verfügbar. Man sieht hier meine MySimple IoT Stack, das ist das, was ich gerade angelegt habe, befindet sich jetzt in dem Status laufend, running. Und wir haben hier eine öffentliche IP-Adresse, unter der diese Instanz verfügbar ist. Diese öffentliche IP-Adresse kopiere ich mir jetzt, weil der Zugriff auf so Systeme über IP-Adressen ist immer besonders mühsam. Außerdem wird der auch für einen Teil der Dinge, die wir tun wollen, nicht funktionieren. Deshalb müssen wir eine URL auf diese IP-Adresse mappen. Ich möchte jetzt aber keine eigene Domäne kaufen, das ist alles zu aufwendig. Stattdessen benutzen wir einen dynamischen DNS-Service, wie zum Beispiel DuckDNS. Okay, so sieht DuckDNS aus. Das ist ein ganz einfacher, sehr schön nutzbarer, dynamischer DNS-Service. Ich kann mir jetzt hier eine neue Subdomäne anlegen. Ich nenne die mal MySimple IoT Stack, genau wie die Instanz, auf die sie verweisen soll. Und gebe jetzt hier die IP-Adresse an, die ich gerade kopiert habe. Und damit kann ich ab jetzt über die URL mysimpleiotstack.duckdns.org auf meine VM zugreifen. Und genau das werden wir jetzt auch tun über SSH. Also wir greifen über SSH auf den Server zu. Ich habe hier schon mal angefangen, den Befehl einzugeben, SSH-i. Das heißt, wir wollen ein SSH-Key verwenden, um uns zu authentifizieren. Den haben wir vorher gespeichert im Schritt davor. Und jetzt muss man noch sagen, mit welchem User. Das ist bei Ubuntu, ist der Default-User Ubuntu. Ubuntu URL ist my simple IoT stack.dyndns, nein, nicht dyndns, duckdns.org. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, bekommen wir die Abfrage, ob wir uns sicher sind, dass wir wirklich uns mit diesem Server verbinden wollen. Ja. Falls sich der Server ändern würde, dann würden wir das merken und würden die Information darüber bekommen. Wir sind uns sicher, dass wir uns verbinden wollen. Das klappt nicht. Ich habe noch einen Fehler gemacht. Wir müssen sicherstellen, dass dieser SSH-Key nur von uns zugreifbar ist. Das heißt, unter Unix müssen wir die entsprechenden Berechtigungen ändern. Das macht man, indem man chmod 400 die Berechtigungen so setzt, dass wirklich nur der aktuell angemeldete Benutzer Zugriff auf diese Datei hat. Ja, ich habe jetzt die Datei entsprechend geändert. Jetzt hat nur der aktuell angemeldete Benutzer Zugriff darauf. Das können wir uns auch nochmal angucken, indem wir uns mit ll diese Datei anschauen. Ja. Und wir sehen tatsächlich nur, der angemeldete Benutzer hat Leserechte. Das war zuvor anders. Jetzt sollte auch unser SSH-Kommando funktionieren. Und wir sehen, wir sind schon mit dieser VM verbunden, die wir gerade auf der Oracle Cloud hochgefahren haben. Innerhalb von wenigen Minuten sind wir über SSH auf einer VM, die wir gerade in der Cloud instanziert haben. Was ist jetzt der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, dass wir einen einfachen IoT-Stack auf dieser VM installieren. Um das tun zu können, muss vorab noch ein bisschen was an Software installiert werden. Dieser Stack verwendet Docker und Docker Compose. Das ist Software, um sehr einfach verschiedene Services in der Cloud zu instanzieren und miteinander in Verbindung zu bringen. Ja, Details würden jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen, aber da gibt es sehr viele Informationen drüber auch im Netz. Und diese Software Docker und Docker Compose müssen wir noch installieren. Um das zu tun, gehen wir wieder auf unsere VM. Wir sind über SSH verbunden. Wir werden jetzt das apt-get-Tool verwenden, das ist Teil von Ubuntu, um als erstes die aktuellste Paketbeschreibung runterzuladen und dann die notwendige Software zu installieren. Also machen wir das Ganze, apt-get-update, ja, damit bekommen wir die aktuellsten Beschreibungen, welche Pakete verfügbar sind. Wichtig, das Ganze muss als Root-Benutzer ausgeführt werden, deshalb den Befehl sudo davor setzen. Jetzt holt sich unsere VM die aktuellsten Paketbeschreibungen von einem zentralen Repository. Sobald das
passiert ist, können wir mit sudo apt-get upgrade die Pakete, die schon installiert sind, auf die aktuellste Version upgraden. Ja, das wird 1-2 Minuten dauern, aber wenn wir eine neue VM installiert haben, macht das Sinn, das als im ersten Schritt zu tun. Wir werden hier nochmal, bekommen nochmal Infos dazu, was genau jetzt aktualisiert wird und wie viel Speicherplatz das verbrauchen wird. Ja, wir akzeptieren das. Jetzt wird die entsprechende Software heruntergeladen und installiert. Das dauert dann 1-2 Minuten. So, nach wenigen Minuten ist das dann alles installiert. Ja, wir sehen, jetzt ist hier einiges aktualisiert worden. Wir werden jetzt gefragt, welche Service wir neu starten wollen. Wir werden einfach alle neu starten, alle Services 1 bis 12. Ja, auch das dauert jetzt wieder ganz kurz. Und dann ist unsere VM im aktuellsten Stand. Und wir können beginnen, die notwendige Software zu installieren. Alles das, was ich gerade gezeigt habe, wie man diese VM baut, ist auch in diesem GitHub-Repository beschrieben. Ein bisschen weiter unten, da gibt es einen Bereich Deploy on a Remote Virtual Machine. Ja, hier wird das genau beschrieben, genau das Gleiche, was wir gerade getan haben. Und der letzte Schritt, der hier beschrieben ist, ist noch die notwendige Software, nämlich Docker, Docker Compose und Git zu installieren. Wir können einfach den notwendigen Befehl kopieren und jetzt hier ausführen. Und dann wird auch diese Software installiert. Ja, jetzt wird einiges an neuer Software heruntergeladen, 332 Megabyte, ja, bestätigen wir. Und schon läuft der Installationsprozess los. Ja, und auch das dauert jetzt wieder 2-3 Minuten. Und dann ist Docker und Docker Compose installiert. Ja, sobald die Software installiert ist, werden wir wieder gefragt, welche Services neu gestartet werden sollen. Wir starten zur Sicherheit einfach alle neu. Und damit sind wir jetzt bereit, um den IoT-Stack zu installieren. Also wir haben jetzt die VMware auf den aktuellsten Stand gebracht und Docker, Docker Compose und Git auf dieser VM installiert. Wie können wir jetzt diesen IoT-Stack installieren? Auf dem GitHub-Repository gibt es hier ein Quick-Start-Tutorial. Wir müssen einfach nur diesen Quick-Start Schritt für Schritt durchführen. Der erste Schritt ist, das Repository zu klonen. Das Ergebnis sollte dann ein Verzeichnis sein, das ungefähr so aussieht wie das, was hier aufgelistet ist. Also wir klonen das Verzeichnis. Und wenn wir uns jetzt die Verzeichnisstruktur hier anschauen, dann sehen wir, es gibt hier so ein Simple IoT. Und wenn wir da reingucken, sehen wir, dass es da eine ganze Reihe von Verzeichnissen gibt und ein paar Dateien. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir eine Environment-Datei editieren, erstmal auch von einem Beispiel kopieren und dann editieren, um bestimmte Passwörter und Usernamen zu setzen. Ja, das machen wir einfach, indem wir diese example-environment.txt auf eine Datei, die .env heißt, kopieren. Also cp für kopieren auf .env. So sieht das Verzeichnis aus. Ja. Es gibt jetzt, nachdem ich den Kopierbefehl durchgeführt habe, hier auch diese .env-Datei. Die müssen wir jetzt editieren. Da kann man jeden beliebigen Editor, der installiert ist, verwenden. Man kann natürlich mit apt-get auch weitere installieren. Ich werde NeoVim verwenden als Editor. Also mit NeoVim editiere ich jetzt diese Datei. Und diese Konfigurationsdatei enthält einiges an Konfigurationsparametern, die benötigt werden. Das meiste davon muss nicht geändert werden. Nur diese ersten 6 Konfigurationsparameter, die müssen wir ändern. Ja, die sind alle mit so einem Change.me markiert. Als erstes müssen wir vielleicht die Domäne ändern, den Domainnamen, den wir für unsere Instanz vergeben haben. Das ist mysimpleiotstack.duckdns.org. Ja, wir müssen außerdem noch für unseren MQTT-Server und für die InfluxDB ein paar Usernamen und Passwörter vergeben. Hier ist jetzt diese Environment-Datei, die ich schon angepasst habe. Also hier gibt es nicht mehr diese Change-Me-Felder. Stattdessen habe ich zum Beispiel schon einen Usernamen für die InfluxDB vergeben. Das ist Admin. Ein Passwort, das jetzt ausgeblendet ist. Ich habe den entsprechenden Token generiert für das initiale Anlegen der Datenbank. Anleitung dazu finden Sie auch
auf dem GitHub-Repository, da muss man einmal den OpenSSL-Befehl ausführen, dann wird der entsprechende Token generiert. Ich habe für den Mosquito MQTT-Server den Usernamen Mosquito vergeben. Das würde ich empfehlen, generell zu machen, weil den Usernamen braucht man gleich nochmal. Kann man sich leicht selbst ein Bein stellen. Und auch hier habe ich ein Passwort vergeben. Und schlussendlich habe ich die URL, nämlich mysimpleiotstack.dns.org, unter der meine VM erreichbar ist, hier auch noch eingepflegt. So, ich habe jetzt hoffentlich sichere Passwörter generiert und verwendet und diese Environment-Datei gespeichert. Auf dem GitHub-Repository ist außerdem auch dargestellt, wie man zum Beispiel mit dem Bitwarden CLI sehr schön sichere Passwörter generieren kann. Das ist genau das, was ich auch verwendet habe. Außerdem ist hier auch gezeigt, wie man den Eintrag für den InfluxDB Initial Admin Token generiert mit dem Command OpenSSL. Diese Software ist auf unserer virtuellen Maschine auch schon installiert. Ja, ich habe so einen Token generiert und in die Konfigurationsdatei eingefügt. Wenn man soweit ist, kann man jetzt loslegen und kann die nächsten Schritte durchführen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir dieses Passwort, das wir gerade für den MQTT-Server vergeben haben, auch in die Passwortdatei für den MQTT-Server schreiben. Dazu müssen wir ein längliches Kommando benutzen. Ja, das ist dieses hier, docker compose run, bla bla bla. Auf dem GitHub-Repository habe ich beschrieben, was dieses Kommando alles tut. Das kopieren wir uns jetzt einfach. Ich füge das Kommando jetzt einfach hier ein und führe es aus. Das führt dazu, dass nichts passiert. Wichtiges Thema habe ich vergessen. Ich muss das als root ausführen, deshalb sudo davor. Ja, jetzt wird zum ersten Mal unser IoT-Stack teilweise gestartet, nämlich genau der Service Mosquito, das ist der MQTT-Server. Und ich muss jetzt ein Passwort hinterlegen, nämlich genau das Passwort, das ich gerade auch in diese Konfigurationsdatei geschrieben habe. Ich kopiere das einfach hier rein. So, und damit ist jetzt das Passwort für den MQTT-Server auch in der notwendigen Passwortdatei des MQTT-Servers hinterlegt. Und wir sind jetzt eigentlich bereit, unseren Stack zu starten. Wie startet man den Stack? Ganz einfach mit einem Kommando docker compose up -d. Das führt dazu, dass der Stack gestartet wird und nachdem wir gestartet sind, hier die Kommandozeile wieder freigegeben wird. Machen wir das Ganze mal. Docker compose up -d. Ich lerne es irgendwann noch. Ich muss das ganze Kommando noch mit sudo ausführen als root. Jetzt werden die restlichen Bestandteile unseres Stacks geladen. So, nach wenigen Minuten sollten wir sehen, dass die ganzen Elemente, aus die unser IoT-Stack besteht, hier alle gestartet wurden. Über sudo compose ps können wir uns jetzt auch vergewissern, dass diese Services laufen. Wenn wir dieses Kommando ausführen, sollten wir hier überall den Status absehen. Falls hier ein Service in dem Status Restarting ist, dann gibt es wahrscheinlich ein Problem. Wie kann man so ein Problem analysieren? Da kann man zum Beispiel das Kommando logs -f verwenden, ja, dann bekommt man die aktuellsten Log-Ausgaben und da kriegt man meistens Informationen darüber, was gegebenenfalls schiefgegangen ist. Unser Stack läuft. Ja. Wir können jetzt auf den zugreifen, allerdings nur fast. Ein Schritt fehlt noch. Ich wechsle noch einmal zurück auf die Webseite für die Oracle Cloud Infrastruktur. Hier ist meine VM, in der ich gerade diesen Stack deployed habe. Wenn wir jetzt versuchen würden, auf die verschiedenen Services in dieser VM zuzugreifen, würden wir noch einen Fehler kriegen. Die Firewall in der Oracle Cloud ist nämlich so konfiguriert, dass die erstmal keinen Traffic von außen auf so eine VM zugreifen lässt. Deshalb müssen wir in die Details navigieren. Dort gibt es dieses Virtual Cloud Network. In dem Virtual Cloud Network gibt es die Subnets. Darin gibt es die Security-Listen. Das habe ich auch, wenn man jetzt gerade auf die Schnelle nicht folgen kann, in dem GitHub-Repository nochmal dokumentiert. Und hier müssen wir sogenannte Ingress-Rules hinterlegen für die Services, auf die wir zugreifen wollen.
Für den Port 22, das ist der Zugriff über SSH, ist hier schon eine entsprechende Regel hinterlegt. Was noch fehlt, wenn die VM neu angelegt ist, sind die Ports 433, 1883 und 80. Das sind die Ports, bei der die Services in unserer VM laufen. Also die müssen noch entsprechend angelegt werden. Das geht relativ einfach, indem man hier sagt Add Ingress Rule. Wir wollen das von überall aus im Internet, ja, dann ist das das Kürzel 0.0.0.0/0, auf den Port zugegriffen werden kann von allen Quellports und dann zum Beispiel 443 als Destination Port. Den habe ich schon, deshalb muss ich das nicht anlegen. Also wichtig, diese vier Regeln müssen noch in der Firewall angelegt werden. Und sobald wir das gemacht haben, können wir jetzt auf unseren IoT-Stack zugreifen. So, testen wir mal, ob wir wirklich auf diesen Stack zugreifen können. Dazu müssen wir die URL eingeben für einen der Services. Ein Service, der da läuft, ist die InfluxDB. Die URLs habe ich auch alle hier dokumentiert. Ja, man kann erkennen, unter welchen URLs man zugreifen kann. Also wir wollen auf die InfluxDB. InfluxDB.mySimpleIoTStack habe ich das genannt, mySimpleIoTStack.duckdns.org. Ja, das läuft jetzt zum ersten Mal, deshalb dauert das ein paar Sekunden und tatsächlich, hier sind wir und mit Admin und dem Passwort, das wir im Passwortmanager gespeichert haben, können wir jetzt tatsächlich auf die InfluxDB zugreifen. Jetzt sind wir auf unserer virtuellen Maschine und dort auf der InfluxDB. Was wir auch machen sollten, ist einmal mindestens auf die Grafana-Anwendung zuzugreifen. Die wird nämlich mit einem Default-Passwort angelegt. Das müssen wir gleich ändern. Das Default-Passwort für Grafana in unserem Stack ist Admin und Admin. Ja, auch dieser Service läuft Admin, Admin. Jetzt können wir ein neues Passwort vergeben. Ich nehme das Passwort aus dem Passwortmanager und auch die Grafana-DB ist also am Laufen. Somit haben wir jetzt geschafft, einen IoT-Stack in der Cloud zu deployen. Ich gehe nochmal zurück auf dieses GitHub-Repository. Alles das, was wir hier sehen, läuft jetzt in der Cloud auf unserer VM, die wir uns angelegt haben. Ja, diese ganzen Services sind jetzt aktiv. Und im nächsten Schritt können wir jetzt Daten über MQTT zu diesem Stack senden. So viel zu diesem Video. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.